In Athen ist offenbar im Auto des ehemaligen griechischen Ministerpräsidenten und Ex-Vize-Zentralbankchefs Lukas Papademos eine Bombe explodiert. Er selbst, sein Fahrer und eine weitere Person wurden ins Krankenhaus gebracht. Papademos sei verletzt, aber nicht in Lebensgefahr, berichten griechische Medien. Offenbar saß der Politiker hinten im gepanzerten Mercedes und sei dabei gewesen, seine Post zu öffnen. Das Staatsradio berichtet, es habe sich um eine Briefbombe gehandelt. Papademos war von November 2011 bis Mai 2012 Ministerpräsident von Griechenland.